Wolf Fuß und Frank Buschmann sagen hallo und herzlich willkommen. Wir sind zu Gast in Russland, zu Gast bei der WM 2018. Wo sich die besten Mannschaften der Welt die Klinke in die Hand geben, wo uns Fußball vom Allerfeinsten erwartet. Machen Sie es sich gemütlich, das wird großartig heute. Heute spielt Island gegen Kroatien. Wenn es um den WM-Titel geht, Buschi, meinst du, dass den auch auf Dauer einige wenige Teams unter sich ausmachen? Oder glaubst du, dass es da auch mal einen anderen Namen geben wird? Ich glaube schon, dass wir da auch mal andere Namen erleben werden. Du siehst ja, klar wird in Spanien, Argentinien, Deutschland hervorragende Arbeit geleistet. Aber die anderen haben aufgeholt, die sind dran. So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem FIFA WM Orakel. Warum rolle ich das eher so? Ja, wir sind hier einmal beim Spiel. Jetzt gerade hauptsächlich seht ihr das Island gegen Kroatien Spiel. Oben in der Ecke ist jetzt gerade das Nigeria gegen Argentinien Spiel. Naja, wir haben hier relativ klare Verhältnisse in der Gruppe. Muss einfach mal komplett zu rekapitulieren. Argentinien und Kroatien jeweils mit 4 Punkten. Und Nigeria und Island haben noch die Minimalchance, haben beide noch einen Punkt. Ja. Also gehen wir mal durch, welche Optionen denn die Teams noch haben. Und zwar, Argentinien ist weiter, wenn sie siegen oder Remis spielen. Sie stehen, was die taktische Marschroute angeht, immer und, enorm im Fall einer Niederlage, ja, es geht einfach eher ums Tore verhindern als ums Tore schießen. Weniger als 3 Tore bekommen, dann schaffen sie es immer noch aus eigener Kraft. Und es gibt sogar eine Möglichkeit, dass sie weiterkommen, wenn sie mit mehr als 4 Tonnen, selbst wenn sie mit mehr als 4 Tonnen Differenz verlieren. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Gleichzeitig Island gewinnt und man die bessere Tordifferenz zu Island nicht mehr spielt. Ihr könnt mir folgen. So. Und damit legen wir hier los. Ja, und ich bin Kroatien wirklich gespannt. Keine leichte haben wir Aufgabe für die Mannschaft. Für beide wird es jetzt auch darum gehen, schnell in die Partie zu finden. Im Fall eines Sieges aus eigener Kraft, beim Remis auch aus eigener Kraft. Und bei einer Niederlage, Sigurdsson, wenn man höchstens mit einem Tor Differenz verliert, aus eigener Kraft. Aaron Gunnarsson. Oder mit höchstens 2 Toren Differenz. Und Nigeria darf dann auch höchstens nur mit 2 Toren Differenz gewinnen. Jetzt schießt er! So, Nigeria ist weiter im Falle eines Sieges mit 3 oder mehr Toren Differenz aus eigener Kraft. So. Island ist weiter im Falle eines Sieges mit 3 oder mehr Toren aus eigener Kraft. Also Nigeria und Island haben beide die gleichen Voraussetzungen. Die müssen quasi, um weiterzukommen, mit 3 Toren Unterschied gewinnen. Jetzt Modric. Also relativ die Gruppenphase endet für diese beiden Mannschaften. Heute, Buschi, das war Kräfteverhältnisse, ja, eine interessante Gruppe, oder? Ja, es war ja zu erwarten, Wolf. Lass uns doch mal so an die Auslosung, an die Worte der Trainer. Dann da war zu spüren, da war jede Menge Vorfreude auf diese Gruppe dabei, aber eben sind auch jede wir jetzt Menge Respekt aktuell vor den Gegnern. Jetzt wird's gefährlich. Beim Spiel Island gegen Kroatien. André Kramaric. Ganz stark abgeblockt. Die Kroaten mit der Ecke. Die Kroaten starten stärker in das Spiel. Ecke kommt jetzt von Rakitic. Ball ist weg, kommen sie vielleicht noch mal ran. Brozovic. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Kroaten belagern so richtig das isländische Tor. So wird das nichts mit dem Treffer.
Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Das war einfach. Und er hat den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Er lässt den Gegner stehen. Rizic. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Der Ball ist abgeblockt. Und schon wieder haben die Kroaten den Ball. Wieder raus auf Perisic. Modric. Ja, Modric wieder. Jetzt kann er die Flanke bringen. Luka Modric. Die versuchen es irgendwie sich da durchzufummeln. Sie lassen den Ball gut laufen. Wieder Perisic, der ist durch. Was für ein Strich. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Ja, Sicherheit gibt das tatsächlich, weil damit ist Kroatien mal so sowas von im so Achtelfinale inzidentiert. Der will ja eigentlich helfen und den Ball abwehren. Da kommt er nicht. So, wenn mir das jetzt noch gefährlich wird, müsste Island schon 4 Tore ausbuddeln. So, und jetzt sind wir beim Spiel Nigeria gegen Argentinien. Vorrundenspiel Nummer 3, das Ende der Gruppenphase. Und man merkt das ja auch bei den oben Fans. Rechts habt ihr es beginnt das große Kribbeln. Island gegen Kroatien steht vor der Tür. Und das ist dann nochmal was ganz anderes. Dann wird es richtig dramatisch. Echelie. Gut gespielt. Ball geht nach außen. John Obi Mikkel. Didi. Und die Nigerianer spielen einen ganz guten Ball. Lionel Messi. Angriff Argentinien. Und natürlich sind die Argentinier hier klare Favoriten. Chance zur Führung. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Die vierte Ecke könnte gefährlich werden. Aber der nigerianische Torhüter hat sich in diesem Spiel schon mehrfach ausgezählt. Auch wenn er da war, wahrscheinlich nicht hätte dran müssen. Jetzt die Ecke. Fazio! Wahnsinn. So, Nigeria wieder im Vorwärtsgang. Defensiv machen sie es gut. Ja, da ist ein bisschen hängen geblieben. Und dadurch verpufft die Chance. Aber schön den Ball zurückerobert. Banega am Ball. Das machen die. Angel Di Maria. Nee, ganz gut. Da trennt er ihn vom Ball. Und wieder haben wir den Ball. John Obi Mikkel. Schön rausgespielt. Iwobi. Sehr schön rausgespielt. Und jetzt die sehr Chance. Viel Auge. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. John das Obi gibt Mikkel Selbstvertrauen. Mit dem 1-0. Mit dem da kann er das sehr unerwarteten 1-0 für die Gegner. Obwohl er noch dran war am Ball. Ja. So, jetzt also ich behaupte jetzt nicht, dass Nigeria aus jetzt einer auf dem Weg anderen ist. Kameraperspektive. Aber 2 Tore. In jetzt noch, da hinten, da waren sie doch noch zur Stelle. In jetzt noch 60 Minuten kann man auch machen. Auch wenn der Gegner Argentinien ist. So, jetzt ist wieder Island gegen Kroatien angesagt. Kari Arnason. Aaron Gunnarsson. Magnusson. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ballverlust. Und da seht ihr schon. Nee, aus der Chance wird ich probiere da einfach ein bisschen aus. Da kommt der Schuss. Ah, die Aktion sah unglücklich aus. Und der Boden durch den Regen, aber auch Kroatien. Schwer bespielbar. Wieder mit guten Chancen. War weiter mit guten Chancen.
Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Weiter die Kroaten, Vorteil. Der war nicht ganz, gar nicht so gut. Und der war nicht gut angenommen. Koluka. Schade. Modric. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Aaron Gunnarsson. Das war gut abgegrätscht. Jon Dadi Bödvarsson. Das könnte die Chance werden. Da trennt er ihn fair vom Ball. Oh, schade. Kramaric. Knapper Rückstand zur Pause hier in und? Diesem dritten WM-Vorrundenspiel. Aber es bleibt spannend, oder? In absolut, beiden Stadien. Wolf. Groß war der Unterschied nicht in Durchgang 1. Es ist noch alles drin. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Gutes Spiel bisher. Und wieder an Pfiff. Island gegen Kroatien sind wir weiterhin. Von dem wir uns auch wieder viel versprechen. Die Fans schon wieder lautstark unterwegs. Es ist wirklich ein Riesenturnier mit Gänsehautatmosphäre. Sigurdsson. Magnusson. Birkir Bjarnason. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Aaron Gunnarsson. Das war ein schicker Pass. Und da läuft er sich fest. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Und das war von hinten in die Beine. Und gibt gerade rot. Mit diesem Platzverweis können sie wohl jetzt die Hoffnung auf der erfolgreiche Aufholjagd begraben. Also jedenfalls hat er das, seinem Team mit dieser Aktion nicht gerade geholfen. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option für den Referee. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss. Und falls ihr euch jetzt da oben wundert, ich habe mich im Spiel auch tierisch gewundert. Es gab nur eine rote Karte. Das Lustige ist auch, ich habe dann nachher auch in Dings geguckt. Das könnte gefährlich werden. In die Statistiken. Und da wird der Sigurdsson auch mit 2 roten Karten angegeben. Den hält er super. Also, eine langsam aus. So. Tor vorbei. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Wir sind wieder beim Spiel Nigeria gegen Argentinien. Der angeschlagene Moses geht runter. Für Musa. Didi. Musa. Die Nigerianer kommen. Oh, schade. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Ja, Nigerianer spielen heute einen guten Ball. 30 Minuten zu absolvieren. Einwurf jetzt. 30 Minuten für 2 Tore. Und dann ist die Situation perfekt. Rojo. Und Lucas Bilia. Jetzt müssen sie aufpassen. Wichtiges Tackling hier. Sauber abgeräumt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Simon. Super dazwischen gegangen. Ah, schade. Schön gedacht, aber leider ein bisschen schlecht umgesetzt. Messi treibt den Ball nach vorne. Ah, oh, das könnte es sein. Klasse Einsatz, oh, hätte sonst gefährlich werden können. Die Jana stehen die noch echt auf. Er zeigt auf den Punkt. Oh, das war jetzt eine harte Entscheidung. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß, wir sind halt aneinander gerauscht. Aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Das kann man pfeifen.
Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen. Ist auf jeden Fall. Und den niederländischen Keeper hält. Das ist eine gute die Möglichkeit auf die Situation lebt weiter. Oh, und wieder eine Karte für die Isländer. Jetzt aber nur die spielen hier wirklich am Limit, was den Einsatz angeht. Zu häufig sind sie jenseits des Erlaubten unterwegs. Und auch in dieser Szene gibt es wieder eine Karte. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Da wird der Freistoß geblockt. Kari Arnason. Angriff jetzt der Kroaten. Kramaric. Da kommt der Schuss. Also hier machen auch die Kroaten den eindeutig. Also hier im Spiel kann man schon sagen, dass die Kroaten sich den Sieg deutlich verdienen. Jetzt wird's gefährlich. Dafür bringen jetzt kann er den Ball reinbringen. Die Isländer leider einen Tacken zu wenig aufs Tableau. Modric. Kovacic. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und Rakitic. Modric jetzt. So. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Wird das seine Torchance? Und damit sind sie am Ball. Finn Bogason. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Alfred Finnbogason. Aber die Isländer gucken und wollen noch den Ehrentreffer. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Das könnte gefährlich werden. Ecke Argentinien. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. So, Jean-Obi Mikkel holt sich seinen Applaus. Ja, dann hat es doch nicht für Nigeria sein sollen. Die Ecke. Schuss! Was? Er verhindert den Ausgleich. Ah, das war eine richtig starke Szene. Da dürfen Sie sich jetzt wirklich bei ihm bedanken. Ein Reflex, den habe ich noch nicht gesehen. Die Maria bringt. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Ja, wird er jetzt schon mal pfeifen. Und das ist der Ball. Und da kommt der Schlusspfiff. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist Nigeria vorbei. Mit einem starken Kampf. Einen überraschenden Sieg. Argentinien geht damit als Zweiter aus der Gruppe. Nigeria verabschiedet sich mit einem Achtungserfolg. Der bleibt aus. Wohl Island gewährt. Aber hier läuft das Spiel auch nicht. Jon Dadi Bödvarsson. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Oh, schade. Bade. Das war schön gedacht. Modric. Ball so. Jetzt müssen sie dranbleiben. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Da gewinnt er den Zweikampf. Das soll aber nichts mit dem Ehrentreffer werden. Da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Leider kein gutes wie Wetter man schon heute, aber vor die Teams dem haben das Spieltag erwartet hat. Das kann man wohl sagen, gutes Spiel bei dem Sauwetter. Island und klasse. Nigeria treten die Heimreise an. Aber man muss das sagen, gut, Nigeria wusste zu überraschen. Er
dürfte zufrieden sein. Hat hier das Siegtor erzielt und insgesamt. Und Kroatien geht als Gruppensieger ins Achtelfinale. Wodurch Kroatien auf Spanien treffen wird. Quatsch. Das ist die Gruppe B. Verwirrter Mensch. So, gucken wir doch mal kurz nach. Ja, war es denn aus Gruppe C? Australien, klar. Kroatien gegen Australien und Frankreich gegen Argentinien. Das ist schon ein Kracher. Das ist schon ein Kracher. So, jetzt habe ich natürlich die Spielerbewertung verpasst, obwohl ich mich diesmal vorbereitet habe. So. So, wo sind wir jetzt? Genau. Eine rote Karte für die Isländer. Keine Verletzung auf beiden Seiten. Kein Abseits. 2 zu 6 Ecken. Und 75 zu 43% Schussgenauigkeit und 86 zu 88% Passgenauigkeit. Dann haben wir das Tor von Perisic. Die rote Karte von Sigurdsson. Und die gelbe Karte von Gunnarsson. Und die Ansicht ist echt schlecht, die ich hier habe, mit der ich hier vertone. Das Rakitic Bild muss ich schärfer lässt den einstellen. Ball gut laufen. Ja, Perisic. und dann sehen wir uns gleich bei den Statistiken vom Spiel Nigeria gegen Argentinien wieder. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Den hält er super. Sime Versaiko. Brozovic. Super gemacht vom Torwart. So, und dann sind wir auch schon bei den Statistiken von Nigeria gegen Argentinien. Und ja, das war pure Effizienz. Ein Schuss, ein Treffer. So. 47% Ballbesitz zu 53, 12 zu 10 Zweikämpfe, ein Foul, eine Verletzung. 100 zu 27% Schussgenauigkeit und 83 zu 90% Passgenauigkeit. So, dann haben wir da oben die Verletzung von Moses, das Tor von Mikkel und das war's im Grunde dann auch schon aus den Spielereignissen. So, jetzt gehen wir erstmal in die Bewertung. Ah, so, da ist die Tops sind fest in der Hand der Nigerianer. Mikkel mit 8,8, Palo mit 8,4, Balogun mit 8,4, Osoro mit 8,4, Onazi mit 8,3, Abdullahi mit einer 8,0. Ja, Messi am und Ball und die der Chance. beste Argentinier Messi!
war dann tatsächlich noch Mascherano mit 7,9. So. Was soll man dazu sagen? Damit möchte ich mich von diesem Spieltag jetzt auch verabschieden. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann bei Gruppe E wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Und jetzt die Chance. Die Ecke kommt. Schuss!